Viele fragen sich, was sind die drei wichtigsten Dinge bei einer Präsentation? Im Endeffekt ist es wie bei einem Blind Date. Ja? Man hat zum einen natürlich die Frage, haben wir die gleichen Interessen, kann man sich austauschen? Dann, wie sieht der Typ überhaupt aus? Gefällt er mir? Und wirkt er gekünstelt? Ist er cool? Wie kommt das so rüber? Und diese drei Punkte sind eigentlich auch die drei Punkte, die in der Präsentation wichtig sind. Der Mehrwert, was bekommt man davon? Dann natürlich, wie sieht die Präsentation aus? Wurde Zeit investiert? Ist sie liebevoll gestaltet oder überhaupt nicht? Und dann natürlich als dritten Punkt, nehme ich es dem Sprecher ab? Also wirkt er authentisch und wirklich glaubwürdig für mich?